So, wir kommen zurück zum Arma 2 Private Military Company Let's Play. Und mein Typ hier ist gerade gegen die Wand gefahren. Gut. Und ich muss hier noch mal kurz den Wecker stellen. So, zack, geht weiter. Ja, komm, ist okay. Bleibt da liegen. Ja, stehen, meine ich. So, lassen wir ihn ablegen. Können wir den Revolver zeigen? Das ist übrigens so süß, ne? Zack. Ja, kann auch damit rein. Der nervt nur. Ich wollte hier jetzt ein paar Waffen erstmal noch aufnehmen. Zwar, wie ich das denn jetzt hier finde. Also hier steht nochmal ein... Ey. Aussteigen. Ein Jeep rum. Ist da was drin? Ja. Die habe ich gesucht. Die Stinger. Ja, das vergrößert unsere Reichweite. Geil. Ausrüstung. Zack, rein damit. Und was haben wir hier noch? Ausrüstung. Achso, hier noch eine Stinger-Rakete. Und noch ein paar FN-Fall-Magazine. Ausrüstung, rein damit. Zack, 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 zack. So. Jetzt bräuchten wir natürlich auch noch vorzugsweise eine FN-Fall, wenn wir schon Magazine dafür mitnehmen. Nehmen wir doch mal die hier. Die liegt ja so rum und die braucht er nicht mehr. Ja, Maschinengewehr haben wir ein anderes. Ah, das Ding brauchen wir auch nicht. So, vielleicht hat er noch ein paar Granaten dabei. Oh, hier. Noch ein paar 40mm Granaten. Ah, komm, hier. Die nehmen wir auch noch mit. Zack. Also, dass wir hier eine Ausrüstung haben, echt unglaublich. So, aber jetzt brauche ich das Scharfschützengewehr. Gleich für den nächsten Posten. Dann kommen den Revolver, nehmen wir auch mal mit. Entfernungsmesser. Zack. Du steigst mal aus. Dismount. Roger. Ready. Und bei mir wieder einsteigen. Board that car. Ja, man kann die Leute tatsächlich nicht einfach umsteigen lassen, dass sie hier einfach so rüberrutschen. Das geht nicht, leider. So. So, wo ist das nächste Lager? Ja, da unten. So, okay, da müssen wir rüber. Das heißt, wir müssen so gegen Richtung Süden, Südosten fahren. Südosten. Das hätten wir dann da so in die Richtung. Passt das? Das passt. Und dann speichere ich noch einmal. So, und voll drauf drücken wir. Zack. Da haben wir jetzt übrigens auch hier als Aufgabe, zack, da Stinger beschaffen. Optional. Unseren SUV hier. Auf den Berg. Auf geht's. Und noch die richtige Richtung. Oh, da ist ein Stein, nicht dagegen fahren. So. Da hinten, glaube ich. So, wo sind wir? 23. Okay. 08. Da. Okay. Direkt das Lager vor Augen. Hier über diesen Hügel. Wollen sie noch? Glaube ich. Schauen. Oh ja, da vorne. Looks like an ATA camp in that old outpost.
Oh, schnell rückwärts hier, bevor wir uns entdecken. So, die Lager erstmal abchecken. Mal speichern hier. Ganze Geschichte. Okay. Vielleicht von da drüben so ein bisschen. Packen wir uns mal hier hin. So, echt Nachtsicht. Die Entfernungsmesser will ich haben. Oha, da sind wir jetzt ja so ein bisschen. 12 o'clock. Da Enemy waren zwei Ziele. Enemy. Ein Maschinengewehr, ein mit FNV. Nee. FNV, doch. Ein LKW. Drüben noch welche? Nee. Da oben drinnen welche? Auch nicht. Wo hab ich denn da hinten noch welche rumkriechen sehen? Das war doch bestimmt noch mehr. Hey, schon wieder Nachtsichtbrille angemacht. Okay. Und welche Entfernung haben die? 480 Meter. Da hinten steht noch einer. 480 Meter. Das Anlage ist hier so bei 480 Meter. 450, 460, okay. Machen wir mal 500. Nochmal speichern. Zack. Hey. Schienen schon wieder scharf hier, die Jungs. Na? Wo seid ihr jetzt hin? Nee, das war wohl nichts. Oh, jetzt habe ich ihn. Oder? Doch. Und den dann noch. Weggelaufen, verdammt. Ja. Ich krieg dich. Noch irgendwelche da rumkriechen. Da kommt er doch wieder. So, halt mal an hier. Enemy unknown. Half a click. Hey. Verdammt. Okay, nützt nichts. Mal sagen, ich muss auch noch ein bisschen dichter rangehen. Doch, ich habe den aber auch erledigt, oder? Noch mal eben da unten hin. Zwei verlassen. Dismount. Und als Frau wieder einsteigen. So, dann können wir nämlich nachher unser
Fahrzeug wieder mitbringen. So, noch eine Entfernungsmesser auspacken. 400 Meter, okay. Da. Ich glaube, ich habe ihn getroffen. Ach, Scheiße. Ah. Noch ein bisschen ran da. Natürlich ist auch irgendwie blöd, dass ich verletzt bin. Natürlich selbst wieder eingebrockt hier. So, mal schauen hier, die Entfernung. 300. Zack, stellen wir noch einen um. So, okay. Lass dich doch abschießen. Komm schon. Na, bitte, geh doch. Ah, der scheint tot zu sein. Der aber noch nicht. Na komm schon. Okay. Den holen wir uns jetzt, wenn er noch nicht tot ist jetzt. Der andere kann eigentlich schon mal hier hinfahren. 100 Meter, 12 o'clock. Vielleicht können wir uns ja ein bisschen verarzten gleich. Glaube ich aber irgendwie nicht. Ist hier kein Sanitäter? Wir sind ja nicht schwer verwundet jetzt. Mal schauen. Hey, 100 Meter. Richtig schlimm verletzt, ey. Na, wo kriegt der rum, der Typ? Hab ich ihn doch erledigt. Das ist mal die große Frage. Oh, mal im Aufstehen hier. Wenn wir den Revolver nehmen. Ja, man weiß schon, wo man so einen kleinen Revolver in der Hosentasche hat. Wahrscheinlich treffe ich mit dem Ding noch nicht mal was. Okay, hier habe ich auf den geschossen.
Mut ist er jetzt dann irgendwie nicht wirklich. Da. Den gesehen. Der kroch dann noch durch den Busch. Gucken. Abknallen hier. Wahrscheinlich hat er uns jetzt auch gesehen. Wow. Haben ihn tatsächlich getroffen mit dem Ding. Ja. Yeah. Kein Treibstoff. Two, move. 50 meters. 6 o'clock. Copy. Das müssen wir jetzt nicht verarschen, oder? Very clear. Komm ran hier. Von wegen kein Treibstoff mehr, kein Treibstoff. Sowas will ich hier nicht hören. Standing by. Jetzt fällt mir auch gerade ein, was wir für geicht haben. Vorhin bei dem anderen Lager hätte man tanken können. Ey. Two, disembark. Roger. Standing by. Mal kurz gucken. Na, kein Treibstoff, wieder schnell. Das reicht. Junge, das reicht. Das reicht. So, Ausrüstung. Zack, alles da rein, das da rein, das da rein. So viele Waffen, die wir wahrscheinlich nie brauchen. So, das brauchen wir alles nicht. Das brauchen wir. Das Dreibein. Ah, jetzt kann ich auch nochmal zeigen hier in dieser Mission, was seit Arrowhead auch geht. Da kann man zwei Leute können zum Beispiel hier ein Dreibein und in dem Fall hier ein Mörser tragen. Hier, Mörser. Und den kann man dann zusammenbauen. Ausrüstung, zack. Holen wir nochmal eine Waffe hier. Ich weiß noch mal Scharfschützengewehr wieder. Und mal Infernos, was hätte ich gerne. Ja, kann man dann zusammenbauen. Das geht auch. Ist auch für Maschinengewehre. Ja, für Maschinengewehr. Und weiß gar nicht. Ist das noch für irgendwas? Ich glaube für so einen Standgranatwerfer gibt es das glaube ich auch noch. Okay. Dann sind wir hier erstmal so weit durch. Steige ich mal hier rein. Zack, Kumpel. Ey, verklickt. Da rein. Hat er eigentlich nicht. Hat er eigentlich normalerweise immer den Mörser auch noch dazu gerechnet? Ist optional beschaffen. Komisch. Okay. Dann können wir eigentlich hier diese Straße entlang fahren. Und dann da an der Hauptstraße wieder rechts abbiegen. Links. Und geradeaus, okay. Ob ich mir das merken kann. Spreche ich erstmal. Zack. So, auf geht's. Können wir eben unser Navi wieder einblenden hier. Zack. Pressen wir hier ein bisschen mit Kurve. Links, rechts. Ja, als nächstes werden wir jetzt hier das Lager, also die Villa, unter Beschuss nehmen mit dem Mörser. Und wenn er dann versucht zu flüchten mit so einem Hubschrauber, dann werden wir den einfach abknallen. So einfach ist das. Und dann müssen wir da hoch, seine Villa stürmen, zu zweit.
Und dann die Beweise sichern. Hoffen, dass Rollins tot ist. Tja. Und dann sind wir hier durch. So, nochmal links. Ja, dann mache ich hier auch nochmal einen Cut, denn die 20 Minuten sind schon wieder rum. Und wir sehen uns dann im nächsten Part. Bis dann, ciao.